Der alte Mann hatte recht. Eitri ist schon da. Ab in die Schmiede. Dieser Bursche wird mich nicht schlagen. Eitri hat die Schmiede erobert. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir nichts tun? Ich meine ja nur. Nein, Quatsch. Erstmal hallo und so, ne? Wie geht's denn so? Wir sind jetzt hier richtig schön im Untergrundus. Oh, weil ich Pause hab, deswegen. Ich war gerade schon verwirrt, wir sollen euch jetzt nicht bauen. Mach mich nicht fertig, Mann. Ich brauch das. In den Höhlen gibt es nicht viel zu essen. Hauptsächlich Bären und Höhlenfische. Wir werden uns auf diese verlassen müssen. Ach so. Ich wollte schon Felder machen. Ja, dann ist aber kein Problem. Dann machen wir einfach ein paar Fischkutter. Ich meine, mein Gott. Ulf Jarl. Oh, ein paar Wildschweinchen auf jeden Fall. Geil, kann ich jetzt doch die Relikte eben holen. Fesseln des Fenris, damit sind die Dorfbewohner wieder ein bisschen stärker. Weißt du, was ich damals schon mal ein bisschen schwierig fand, die Namen davon zu merken? Weil die Reliken, die heißen immer gleich. Wenn du weißt, oh, Fesseln des Fenris ist gut, zum Beispiel. Sie lauern hier überall. Aber kein Plan. Hab ich damals schon nie merken können. Aber machen wir mal ganz kurz eben. Wir können eigentlich auch ein bisschen eng bauen jetzt hier, ne? Machen wir mal ein bisschen einen kleinen Tempel hier. Und so. Jo. Wetteifern Sie mit Eitri und dem Bau des goldenen Ebers. Erobern Sie die Schatzkammer, bevor Eitri den goldenen Eber fertigstellt. Ach so, 10 Minuten schon. Ja, machen wir noch ein bisschen mehr Stress vielleicht, ne? Okay, dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Die gibt's ja zu. Machen wir noch direkt ein Langhaus hier hin. Auf geht's. Ein Heri. Oh. Und Gebirgsriesen. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt auch hier mit seinen Söhnen des Ragnarök sein. Keine Ahnung, was er noch macht. Ich weiß es ehrlicherweise überhaupt gar nicht. Da ist eine Reliquie. Die ist das Meter der Poesie. Hat mehr Lebenspunkte für Dorfbewohner. Ich weiß nicht, ob das für die Zwerge auch gilt, aber machen wir mal trotzdem. So, leg die weg da. Hol sie dir. Legst du weg da. Du gehst ganz kurz weiter gucken. Hier gehen wir hin, machen den da. Was ist das da? Ja, Kavallerieplünderer. Schwachsinn für mich. Wertvolle Ringe, die ihre Töpfung der Höhlen zusätzlichen Schaden mythischen Einheiten anrichten lassen. Das war das, was sehr gut ist. Dann das hier und das auf Dauerlauf. Hier gehen wir hin, machen. Warte, die kosten ja Nahrung und Gold, ne? Aber größtenteils Gold. Ah, dann machen wir die, wenn es geht, ne? Wobei die einen Heri schon eigentlich schon geiler wären, ehrlicherweise. Noch günstiger. Wir machen mal die Einheri. Die Einheria. Ich finde aber, das ist mit Zeit irgendwie so ein bisschen knapp. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da nicht ein bisschen zu viel verlangt. Apropos, wir können mal ganz das machen. Wäre smarter. Ich habe jetzt auch mit den Fischen komplett reingeschissen, ist euer egal. Kriegen wir alles hin. Ansonsten starten wir neu. Die Runde ist ja relativ entspannt. Ding, ding. So weit ist er wirklich gar nicht zu ihm, ne? Noch ein Relik. Erhöht die Dorfbewohnergeschwindigkeit, nett. Und hier unten ist halt eine Menge Gold. An den Säulen der Höhle hat sich viel Gold angesammelt. Wir sollten dort schürfen. Das hast du gut festgestellt, der Herr. Okay. Ich mach den mal wieder auf die 4, weil wir das noch mit dem Forschung ein bisschen getrennt haben. Gehen wir da gucken, dann gehst du da hin. Ach so, lol, wir können da direkt reinlaufen einfach. Okay, da hab ich jetzt ein bisschen weniger erwartet. Ein bisschen mehr erwartet, sorry. Weniger, null.
Ja, dann können wir da gleich hingehen. Ist ja easy. Okay, dann habe ich ja gar nichts gesagt. Dann brauche ich ja nicht mal die Eco-Forschungen und so, ey. Ich benötige Häuser. Weil sonst haben wir zu wenig Limits. Atri hat das Wildschwein fast fertiggestellt. Wir müssen ihn aufhalten. Sag mal, Junge, das war die Hälfte der Zeit. Was hast du fast fertiggestellt? Entspannen Sie sich, der Herr. Entspannen Sie sich. Von der sagt die Hefen. Das ist ja die Mehrzahl. Wo will der hin? Ach, dann bleibt es hier. Ist mir eigentlich auch egal. Musst du wissen. Okay, das ist ein Dorfzentrum und ein Hefen. Ein Hefen, genau. Tolle! Ja, mein Gott, ne? Ich sag mal so, ist jetzt irgendwie nicht so wild alles, ne? Ja, mehr brauchst du jetzt eigentlich auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Hallo, ihr sollt kämpfen. Ein Herrier! Ein Herrier! Ein paar, kann man doch ein Plünderer und ein paar Axtwerfer. Ja, gar kein Problem. Das ist ja mega entspannt. Okay, da unten ist auf jeden Fall nochmal ganz kurz ein Ding dafür. Dann könnt ihr hingehen und die Wildschweine erstmal kloppen. Ganz ehrlich, das Nebenziel, das wird wahrscheinlich die Nahrung ein bisschen weniger machen, ist mir aber egal, wir gehen direkt hier rein, oder? Weil es wäre halt echt unnötig, jetzt da jetzt irgendwie noch lange drauf zu dingsen. Der ist jetzt nicht so stark, wie es aussieht, dann können wir direkt reingehen und uns gönnen. Jau. Danke für die Zustimmung, der Herr. Sehr freundlich, der Herr. Jau. Ist nur ein Scout, den quicken wir an. Okay, dann nicht. Das Gute ist, wir haben ganz viele. Ja, da habe ich die alle. Warte mal, ganz kurz, habe ich die alle verloren? Ich habe alle meine Helden verloren, quasi. LOL. Unerwartet. Nicht ehrlich. Ja, ihr könnt auch kämpfen, Leute, ne? Stark. So. Die Schmiede gehört uns. Ach, so ein Ding war das. Das war quasi Capture the Flag. Hier, King of the Hill mäßig Capture the Flag fast. Oh. Aber auch geil, ne? Der braucht 10 Minuten, ich 20. Danke dafür auf jeden Fall. Das ist wieder absolut fantastisch. Ja, wir machen ganz kurz die Türme kaputt und gehen wieder, oder? Ja, dann ist ja Quatsch. Dann können wir auch ganz kurz die Hefen kaputt machen. Ja, dann machen wir auch die Echo ganz anders. Ja, Moment, dann ist natürlich der gesamte Party ein bisschen stärker umzusetzen. So, ihr seid da fertig, das ist gut. Dann machen wir hier schon mal eine Null draus. Dann könnt ihr, geht erstmal hier Safe Gold hacken. Oder mehr oder weniger Safe zumindest. So, dann machen wir hier ebenfalls in beiden das da unendlich rein. Dass wir so eine schöne Mischung daraus haben. So, Hafen Nummer 1, den wir hier zerstören. Lass mal so stehen. Ne? Ich finde, er kann sich da ganz zurückholen, ist mir relativ egal. Außer der Timer beginnt er natürlich wieder bei 3 Minuten oder so, wo wir aufgehört haben. Wir haben einige von Atris Fischerbooten gekapert. Na, geht es jetzt wieder zurück? Hat die Schmiede erobert. Na, dann ist er entspannt. Das geht ja dann voll klar. Okay, er ist schneller als ich. Also rein da. Kämpfen, Leute. Kämpfen. Und Boost durch den Einherier. Sehr schön. So, ihr könnt schon mal ganz kurz da hingehen. Da schon mal doch zu hinsetzen. Ihr geht helfen beim Kämpfen. Ja, entspannt. Da ist eine Reliquie. Schaden von Dingens hier, Fernangriffen und Nahkampfangriffen. Wollte ich auch gerade sagen. Okay, die kämpft lieber gegen den Hafen. Soll mir recht sein.
Passt. Ansonsten machen wir mal ganz das Bronzeschild rein. Ist auch eine ganz gute Sache eigentlich. Da hinten ist ein Weg nach oben. Da versuche ich mal ganz kurz hier hinzugehen und hier zuzumachen. Vielleicht reagieren die darauf. Fischerboten gekapert. Sehr schön. Dann kann ich jetzt hier oben lang gehen. Die gehen mal ganz kurz hier weiter außen rum. Gucken und so. Nice. Und dann machen wir relativ schnell die nächste Zeit, weil da wird es jetzt wahrscheinlich drauf ankommen. Oh geil, wir haben Heal. Heal ist beste. Heal ist absolut die beste von den Wikingern, die man sich auswählen kann. Das ist mit Abstand die geilste Imperialzeit dann, oder mythische Zeit, weil die alle drei Riesen hat und wir nicht diese einzelnen Zwischenstufen benötigen, diese ganze komische Kacke da. Gleichzeitig aber noch Niethögere hat, der einfach nur edel ist. Ihr habt ja in der Hauptkampagne vielleicht gesehen. Ich meine, gut, da ist der ist natürlich easy draufgegangen, weil er gegen einen Helden gekämpft hat. Das war ein bisschen ungünstig, aber eigentlich ist er richtig geil. Und ja, es ist halt ein Drache, ne? Ansonsten haben wir hier noch Raserei. Hier bewegt es mythische Einheiten beinahe umgehend ausgebildet werden, was auch absolut übertrieben geil ist, wenn man sich's leisten kann. Mit genug Gunst wäre das also einfach nur OPS-Fug. Und dann haben wir noch Steinblut. Hier verbessert Feuerriesen zu Söhnen von Muspel, die mehr Trefferpunkte haben. Verbessert auch die Trefferpunkte aller anderen Riesen um nochmal 20% und 40%. Die ist also, egal in welchem Punkt, absolut overpowered. Ja, wollte ich nur mal so ganz kurz angemerkt haben. Weiß nicht, ob das so ein bisschen rübergekommen ist, aber ich finde die krass. Ja, cool. So. Herrschaften. Ihr könnt auch gerne zusammenlaufen. Lass dich nicht bewerfen. Mi Frendo. Wie ist eigentlich Fischkutter so einzelne? Tilbuin. Ist ja auch random, ne? Aber machen wir hier ganz kurz einen kleinen Hafen hin. Schadet ja auch nicht. Aber da brauchen wir definitiv noch ein paar mehr Zwerge. Hä? Ach so. Ja, machen wir ganz kurz den. Dann Wildschwein. Dann arbeiten die mich mal eben zusammen gleich. So, mach das da. Danach geht er hier hin. Sehr schön, so ein Bär hat wenigstens noch 200 Nahrung. Du kannst dann mal mit ganz kurz an Gold gehen. So, du kannst mal ganz kurz an die Trolle klatschen. Ich ganz kurz hier links lang, weil ich meine, es wäre so ein kompletter Rundkurs, jetzt, wo ich gerade die Karte sehe. Ich gucke gerade nur nach möglichen Optionen, wo wir es einsperren oder absperren können. Okay, hier kommen wir halt auf seine Seite, ist halt auch unnötig. Okay, er geht in den Angriff. Alles klar. Leute, einmal bitte hingehen. Mehr Gebäude geht eh nicht, dann sind wir damit schon mal abgedeckt. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis wir uns die nächste Zeit leisten können. Dafür brauche ich natürlich noch eine Bergfestung. Eine Hügelfestung. Lass mich hier Fischkutter bekommen. Das ist ja super unnötig. Ja, diesen Quatsch. Hm, 40 Soldaten. Und Angriff. Aber ich finde es auch gut, dass sie direkt anfangen, sich zu betriegen und umbringen. Einfach mal nur kurz zu fragen, so, hä, wieso fängst du ohne mich an, du Schwein? Oh, ich hab einen Kampfeber bekommen. Geil, die bauen gerade einen Kampfeber und wir kriegen den einfach. Sag mal, wer macht denn das eigentlich? Ich hab mich letztes Mal schon gewundert. Kannst du das? Brock, wieso kannst du das? Ha. Skipan. Wer von euch macht das denn? Dass er so random einfach nach dem Kämpfen einfach plötzlich eine mythische Einheit aufploppt. Das muss ja auch irgendwo herkommen, ne? The fuck? Ich finde ich jetzt nicht schlimm, ne? So ist nicht. Freut mich, ne? Aber woher kommen die? Wilde Sache auf jeden Fall. Oh.
Ja, gehen wir ganz kurz zurücksetzen. Trolle. Von den Einherier, die nutzt man eigentlich nicht zum Kämpfen. Die sind zwar auch relativ gut, aber die nutzt man nur für den Boost, weil der Boost ist einfach geil. Immer wieder ab und zu ein bisschen Damage erhöhen und so. Läuft schon. Der kombiniert mit Jalen ist eigentlich eine saugeile Kombination. Da steht einer entstanden. What the fuck bist du denn? Ein Felsriese? Oder ist das vielleicht Lokis Fähigkeit einfach, weil das kenne ich halt so gar nicht. Was ist denn ein Felsriese? Ah ja, hier, guck mal, das Beschädigen feindlicher Einheiten kann mythische Einheiten erscheinen lassen. LOL. Menschliche Soldaten tragen 10% und Herren 50% des verursachten Schadens bei. Menschliche Soldaten und Helden verursachen plus 25% Bonusschaden. Ha! Ist ja geil. Gebäude werden 25% schneller gebaut. Ochsenkarren sind günstiger. Die Umwandlung von Sammlern und Zwergen in Berserker ist gratis. Ui. Okay, aber Loki ist generell beste. Weil Loki ist einfach geil, weil du kannst halt hingehen. Du kannst dann hier den guten Bragi machen. In der ersten Zeit machst du dann hier den Heimdall für die Einherier. Und in der letzten Zeit kannst du die Heal machen. Dann hast du halt einfach alle Riesen. Die Kampfeber sind halt okay, aber der Rest ist halt auch geil. Und du hast halt die Einherier, die das Ganze noch verbessern. Also eigentlich ist das, war damals schon einfach nur geil. Aber das, also. Okay. Krass. Ja, ich finde das halt trotzdem sau cool irgendwie, dass das hier. Ich sag mal, naja. Ne? Aber warte mal ganz kurz. Ist Freya vielleicht? Ja, guck mal, der hat einen Steintroll. Feldriese, wie auch immer. Sieht aus wie ein Steintroll. Ulla. Egir. Und wie da. Hauptsache der Chia an. Hm, natürlich. Draugre, mythische Einheit wiederbelebter Bogenschütze, der Spektralpfeile abschießt, die alle Feinde der Schusslinie durchdringen. Klingt ganz geil. Felsriese, urzeitlicher Riese, der Schaden absorbiert mit steinharter Widerstandsfähigkeit. Aha. Fafnir. Verfluchter, flügelloser Drache, der Feinde mit verheerendem Feuer und starkem Gift vernichtet. Wer ihn tötet, erhält Gold. Okay. Hervorragend gegen menschliche Soldaten und Gebäude. Der klingt ein bisschen übertrieben irgendwie. Ist nur so eine Vermutung. Krass. Ja, nice. Oh. Okay, okay, okay. Ja. So, kurz haben wir das gemacht. So, du kommst mal ganz ins Sinn. Wir machen mal ganz kurz die ganzen Zwischengebiete zu. Weil genau deswegen würde ich ja scouten gehen, damit wir schon mal ganz kurz gucken können, wo es einen Sinn macht, Verteidigung aufzubauen und wo nicht. Aufs Gold achte ich jetzt mal gar nicht, weil es mir eigentlich ehrlicherweise egal ist. Okay, es passt ja alles nicht. Da war ein kleiner Punkt, wo es geklappt hatte. Ah? So geht auch. Weil Hauptsache zu, weißt du? 41 Soldaten haben wir. Nice. Okay. Dann gehen wir einfach in den Norden, würde ich sagen. Sehr schön. Ach so, ihr macht ja gar nichts, Leute. Was ist denn da los? Arbeiten ist angesagt. Sehr schön. Dann kriegen wir auf jeden Fall mit, wenn von irgendwo irgendwas kommt. Profi. Da ist auch ein komischer Kacktempel hier von den Höhlentrollen. Die machen wir erstmal weg. Weil das gehört sich ja halt mal gar nicht, hier einfach zu intervenieren. Der hält aber den ganzen Schaden durch. Easy. Sehr schön. Ich muss echt sagen, diese ganzen Jarle sind doch geil, als ich dachte. Weil ich hatte jetzt ein bisschen Schiss, dass die halt scheiße sind, weil die halt damals gut gegen Mythische waren und jetzt halt nicht mehr. Aber irgendwie sind sie doch echt gut. Okay, der rastet noch ein bisschen aus. Neuer Tempel. Oh, eine Relique. Mimirs Kopf.
Sichtweite von Gebäuden. Okay. Ist auf jeden Fall eine Menge Wald. Oh, da kommst du nicht durch. Da ist zu. Das ist gut. Da ist noch ein Tempel für den Höhlentrollen. Natürlich ist da noch ein Tempel für den Höhlentrollen. Wieso gehört ihm eigentlich irgendwie was Rotes? Das ist irgendwas Rotes von Dingens. Ach, da holt er sich's wieder. Und das war's auch wieder mit dem schönen Spielchen. Er geht direkt durch, oder? Ja. Sehr schön, Leute, aber trotzdem müsst ihr mal ganz schnell herkommen. So, Leute. Mal kurz zurückgehen. Bitte alle am besten Gas geben. Aber jetzt gerade wird es doch ein bisschen kritisch sonst hier, wenn der jetzt gleich ankommt. Aber geht schon, ne? Geht. Timing per excellence. Oh, lol, warte mal ganz kurz. Der ist ja in der letzten Zeit. Da muss ich mal ganz kurz hinterherlegen. Kriegen wir hin. Aber noch müssen wir den überlegen eigentlich. Unser Armee ist deutlich stärker. Alter, der Boost durch die Einheria überall, ne? Geil. Okay, vielleicht muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen unterschätzt. Autsch. Ey, wie hab ich die Bergkrise geschenkt, frech? Ungünstig. Wow, das ist ein ganz schön knapper Kampfzucker. Der macht's auch kaputt. Toll. Danke für nichts. Wow. Das tat ein bisschen weh, bin ich ehrlich. Wie teuer ist der hier? 40. Dann mach mal ganz kurz die Jale raus. Und mach mal nur die... Wow, okay, das ist frech. Einen Doppelangriff schaffe ich nicht. Ja, geh ruhig weg. Ein Doppelangriff ist mir zu viel, bin ich ehrlich. Scheiße. Leute, bin ehrlich, uncool. Ja, das ist schlecht. Ah, ich hab auch einen Gewürzung bekommen. Nice. Der natürlich genau neben den Helden steht. Doof gelaufen. Mach mal nur kurz die Helden. Okay, ich hab mit der Zeit halt ein bisschen rumgetrödelt. Das war nicht so gut. Oh, wow. Tatsächlich. Verlieren wir das gerade? Legendärer Jarl. Ja, die hätte ich auch ganz gerne eigentlich. Das ist schlecht. Ich hätte in die nächste Zeit pushen sollen eigentlich. Schade. Dass man da auch diese komische nächste Festung für braucht, das finde ich mal ein bisschen doof, weil die ist halt unnötige Goldausgabe und so. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Hi, Karamba. Hallo. So, mal kurz neu bauen. Und der Laufweg ein bisschen entfällt. Scheiße, Junge. So, nächste Zeit. Wichtig. Nein, die haben zu wenig Gold. Ist mir egal. Erstmal kurz nächste Zeit machen. Ja, wen nehmen wir wohl? Den Mr. Fimbul Winter richtig unnötig mit Fenriswolfen, die dann aber im Endeffekt richtig schwach sind. Weil außer man hat die in einer mindestens 5er Gruppe und dann sind die halt auch nur nett.
oder die komplette Dreierriesen, die Tögere und Forschungsdinger bis zum geht nicht mehr. Genau. Easy Entscheidung. Skip, ja, sir. Tilbuin! Wer ist da? Holy shit. Tilbuin, yeah, something. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das könnte eventuell als ein Problem hier werden. Wenn wir da ein bisschen Pech gleich haben. Du machst schon mal den auf jeden Fall durch. Tilbuin? Wieso geht ihr nicht da hacken? Ich hab euch doch sogar gesagt, ihr sollt hacken gehen. Deswegen krieg ich auch kein Gold mehr rein hier. Tilbuin? Ja. Ich muss auch zugeben, ich verstehe langsam, warum die Nahrung so ultra wichtig jetzt hier ist, auch vom Wasser zu kriegen. Außer wir hätten das Ganze gepusht, wäre es eventuell vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Holy shit. Also wenn ich das nur nochmal neu spielen würde, würde ich definitiv anders rangehen. Aber heftig. Das ist ganz schlecht. I'm gonna be honest with you, my boy. Please keep distance. Ich mach direkt einen Niethögere, denn das ist meine einzige Chance, die ich gerade habe. Moin! Niethögere. Der burnt ein bisschen rum, weißt du? So, wir machen das da und danach machen wir die hier. Nein, du sollst nicht die machen, du sollst jetzt... Hallo, Monsieur. Die Forschung sollst du machen. Genau, so ist fein. So. Außerdem brauchen wir natürlich die Spieleforschungen. Ultra wichtig jetzt. Also jetzt wichtiger als jemals zuvor. Ein Feuerriese kommt ja auch noch ganz entspannt angelaufen. Sehr freundlich. Wir speichern mal ganz kurz, weil ich habe die Vermutung, dass wir diesen Kampf nicht gewinnen werden. Da müssen wir eventuell hingehen und mal neu starten. Was denn nicht schlimm wäre. Ne, aber... Ja. Ja, Nahrungssammeln ist natürlich auch jederzeit gut, ne? Auch mal so ganz kurz nebenbei. Bist du denn dumm? Warum gehst du denn so weit weg? Ja, dann stirb halt komplett, hast recht, perfekt. Nice, smarter Boy. Hey, was war das denn? Wieso geht denn so komisch in seinen Suizid hier rein? Bringt doch nichts. Unnötig. Wie ist der schwächer, als ich erwartet hätte? Nicht ehrlich. Jetzt mehr erwartet. Also dafür, dass jetzt der ganze Boden hier abgefackelt wird normalerweise, hätte ich eigentlich gedacht, dass jetzt gleich so ein richtig heftiger Damage-Output ist. Aber der braucht mindestens 3 Hits für so einen Axtwerfer. Schwierig. Ja, gehen wir uns ganz kurz in das Ding holen und gehen wieder zurück. Das ist gar kein Problem. Sag mal, was ist mit euch? Könnt ihr nicht mal ein bisschen arbeiten? Jetzt mal for real. Ich kann so nicht arbeiten, wenn ihr nicht arbeiten wollt. Also mit dem Gold, muss ich zugeben, habe ich ein bisschen reingeschisselt. Da hätte ich ein bisschen besser arbeiten müssen. Die Schmiede gehört uns. Ja, wichtig. Wichtig und richtig. Weil ganz ehrlich, eigentlich können wir schon fast mit den Einheiten hingehen und direkt da bleiben. Wenn ich eventuell sterbe dabei, aber das müssen wir eigentlich probieren. Machen wir mal 2 Langhäuser. Niethögere 350, dann kriegen wir noch einen. Ja, aber gut, das einzige sind hilfreiche Zauber, also ist schon ganz geil eigentlich. Die machen wir mal ganz kurz raus. Wir gehen direkt nach hier vorne hin. So, Niethögere hat noch 2000 Leben. Nicht so viel. Aber hey. Machen wir das auf jeden Fall mal so. Das ist ungünstig. Also das ist aber auch schon echt früh mal wieder hier. Schade. Oh, die Goodies sind echt belastend. Hilf, something.
Ja. Geil, Nietzsche wird auf jeden Fall echt. Also der wurde definitiv runtergenervt. Der war damals so stark. Also wahrscheinlich liegt es auch an den Grudis, kann auch sein. Vielleicht sind die deswegen jetzt auch Fernkämpfer und nicht mehr nur noch Nahkämpfer. Also dass das halt jetzt so noch extra eingefügt haben. Aber wow, der wurde richtig runtergedummt. Der war damals so stark. Wir können jetzt ja gar nichts mehr. Na dann stürzt halt ab. Hm. Enttäuschend irgendwie. Hey, sie hat die Schmiede erobert. Ach, der hat einen Pfaffen hier. Nett. Oh, ich auch. Lol. Okay. Also ja. Ja. Ging eigentlich jetzt, ne? Die Schmiede gehört uns. Ah, 300 Gold. Nett, danke. Oh, der stirbt auch direkt in so einem kleinen Goldblock. Ist halt geil. So, mach hier mal ganz kurz so ein Ding rein. Ah, wobei, eigentlich auch scheißegal. Gehen wir direkt hin. Ja, wir speichern mal ganz kurz nochmal eben ab auf der 2. Also ich sag mal so, theoretisch weiß, könnte man es eigentlich ganz gut durchhalten jetzt hier. Tilbuin. Ich hätte das machen sollen, aber ist egal. Wir machen den trotzdem noch mit rein. Nietzsche können wir uns fast nochmal leisten. Wir machen den natürlich trotzdem, weil es gibt sonst nichts Sinnvolles. Ach so, es gibt zwei Gegner von hier. Atri plötzlich doch ganz schön viel Kompetenz bekommen, wa? Also oben unten Trolle, links, rechts R. Okay. Und nicht zu vergessen natürlich die... So. War nur kurz ein bisschen sauer. Okay. Die Goldhacken sind hier. Wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr da hinten weitergehen. Nein, erst das da. Dann weitergehen. Ah. Oh, ciao. Da ist er gestorben. Aber guck mal, jetzt, wo wir selber legendär sind und sowas, da geht das Ganze auch schon ein bisschen einfacher wieder. Jawohl, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall am Sack. Ah, da kommt der nächste große Angriff. Moin. Hey. Komm mal, du Schwein, ich brauch die. Ja, guck mal, aber jetzt ist er halt komplett im Arsch, der Typ. Hallo, random Kampf immer mal wieder. Oh, der lebt ja noch. Kurz reparieren. Zwei Langhäuser reichen auch locker. Ganz ehrlich, easy. Wobei ich glaube, ich hingehen könnte. Wo willst du hin? Du kannst mal ganz kurz hingehen, da oben kurz ein neues Dorfzentrum bauen. Das wäre ganz sinnvoll. Ansonsten können wir hier auf jeden Fall hingehen, weiter aufbauen. Da kommen zwei Trolle. Wir fehlen 9 Gunst für den nächsten Nietögre. Ja, aber ganz ehrlich, hätte ich von Anfang an mit den Ressourcen ein bisschen besser gemacht, dann wäre es, glaube ich, sogar noch entspannter gewesen. Jetzt aber hier einen geilen Jormun-Elver, brauche ich nicht. Ja, sorry, ist halt komplett unnötig, ne? Bin ich ehrlich. Den Namen hätte ich auch ein bisschen mehr anstrengen sollen, direkt hier oben und unten Fische zu sammeln. Die Tiere natürlich auch nebenbei noch ein bisschen besser jagen. Oh Leute, Brock ist ja gestorben. Schade. Okay, ich bin mit 2 Armeen an. Hey, ich hab den Schütteln ausgelegt. Okay. Der ist immer noch nicht schlecht an die Tiger, so ist nicht, aber im Vergleich zu damals, gefühlt, weil damals hat der so krass reingehauen, der Typ. Ja, aber easy. Also ganz ehrlich, das war jetzt das Schwerste, was er zum Angriff schicken konnte, der Gegner. Der hat 2 große Armeen geschickt. Mehr wird er auch nicht machen können. Das heißt also, wir haben jetzt quasi schon gewonnen. Und ich muss sagen, die legendären ja als absolut edel. Dann gehen wir jetzt hin, machen jetzt hier auch ganz kurz unser Bild.
something. So ist gut. Diesmal schön bestehend aus Jarlen. Tilbuin. Verpisst euch. Samthicht. Tilbuin. Querer jeg Samthicht. So. Doch ein Geistbild. Ansonsten können wir noch ein bisschen nach vorne gehen, dass wir so die Gesamtarmee drauf haben. Ja, den muss ich natürlich noch kurz gerade stellen. Tilbuin. Samthicht. Ja. Wäre auch noch machbar. Kurz ein bisschen näher ran, damit wir es vielleicht nochmal so sehen. Das sind alles mögliche Optionen für ein schönes Thumbnail. Das war's auch schon wieder. Tja, und Ressourcen sammeln und sammeln wir an. Würdet ihr bitte nicht auf meine Zwerge gehen? Das wäre super nett. Danke. Okay, weißt du was? Ich will sogar reingehen. Wo will der eigentlich immer hin? Ach, der komische Riesenangriff nicht. Das ist echt unnötig. Schön hier bleiben, meine Freunde. Was kommt da angelaufen? Turolf! Fehlt sie. 400 nur? Oh, das kostet nur 50 mehr als vorher. Das ist ja geil. Oh, Waffen hier bekommen. Krass. Ich weiß noch nicht, ob der stark oder schwach ist, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, das Viech. Hat was. Müssen wir eigentlich den mit ins Thumbnail reinnehmen, wa? Oh, oder kämpfen. Auch fein. Na, schwer einzuschätzen. Also eigentlich ist die Züge immer noch gut, aber irgendwie gefühlt damals allein und Alleingang konnte jetzt Städte zerstören. Also ja, wenn man es genau nimmt, war der damals eigentlich zu OP. Stimmt schon. Ist der Eisriese gestorben? Das finde ich gut. Der war mich so richtig im Weg irgendwie. Weiß nicht. So, dann nach links. Dann versuchen wir nochmal ein neues Bild zu machen. Geil. Oh, das ist richtig gut. Oh mein Gott. Das ist ja fantastisch. So, Pfaffen hier drauf, dahinter die ganzen legendären Jarls und vorne die ganzen Hersen. Plus noch den kleinen Brock in der Ecke, wobei ich nicht weiß, wo der drauf sein wird auf dem Bild. Geil. Okay, das finde ich gut. Das ist schön. Und die Tür hat man gar nicht gesehen, aber der ist auch scheißegal. Juckt mich nicht. Leute, könnt ihr bitte aufhören, immer auf meine komischen Zwerge zu gehen? Was soll denn das? Finde ich nicht normal. Oh. Ich bin ehrlich, dieser Angriff ist bestimmt echt geil. Aber irgendwie fliegst du damit immer in die Gegner rein. Schon eher ein bisschen Quatsch irgendwie, ne? Grootzweck. Noch ein bisschen mehr Schaden hier machen. Ich will eigentlich noch ein paar Einherier mit reinmischen, aber eigentlich brauchen wir die gar nicht. Wobei so ein, zwei Einherier mit rein wäre auch nicht schlecht, ne? Jetzt habe ich nur Langhäuser hingesetzt. Naja, was soll's. Apropos. Ganz ehrlich, wir machen das mal ganz kurz und gehen jetzt hier hin und machen da jetzt mal ganz kurz eben den Tempel hin. Weil es ist schon ziemlich cool eigentlich. Und jetzt, weil man die Möglichkeit zu haben, sollten wir sie auch nutzen. Ich meine ja nur, ne? So, wir können jetzt eigentlich hingehen und einfach sagen, yo, mach mal, boy. Wobei eigentlich egal. Er macht den Tempel direkt wieder kaputt. Arschloch. Toll, danke, dafür baue ich den, weißt du? Danke. Hauptsache der Timer wird nicht zurückgesetzt, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das wäre echt ungünstig. Mann, gib mir doch nicht auf den komischen Kacktrollen.
dann halt gar nicht mehr. So, jetzt können wir nochmal ganz kurz einen neuen Tempel bauen, weil der meint ja unbedingt, den kaputt zu machen, ne? Ich find's auch geil, was hier der ganze Boden hier voll für den Arsch und wir ziegeln hier erstmal schön alles hoch. Nice. Jetzt muss man einen neuen Tempel machen. Ey. So, und die setzen wir jetzt dann erstmal hier hin. Bonk. 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 Das ist nämlich richtig geil tatsächlich, wenn die so durchgespammt werden können. Oh, die klingen gut. Hier geblieben. Die klingt wie so ein Furz irgendwie. Sorry, aber... ja. Bist du rausgeglitten? Sorry, ja. Ja, something. Willst du reparieren gehen? Fererfar. Fererfar. Ja, ah, da war noch eine Reliquie, die habe ich ja voll vergessen. Wayne. Einfach arbeiten, Leute. Einfach arbeiten. Ja, satt. Samtigt. Ja, fährer þar. Samtigt. Jeg vil. Tilbúin. Samtigt. Tilbúin. Killt ihn. Der geht mir echt auf den Sack. Dieser komische Kacktroll, ne? Geil, die machen gar keinen Damage. Machst du das überhaupt? Na, ne, er bleibt stehen. Und tot. Nein! Toll. Von jetzt geht der einfach, ne? Frech. Ich werde jetzt Arschloch, Mann. Einfach frech. Sag mal, mein lieber Kackdrache, kannst du bitte mal hinten bleiben? Niethöker. Please. Ja, naja. Oh ja, geht drauf. Die Tür kriegt aufs Maul. Leute, bitte nicht. Hey, Triaki Schmied! Unnötig. Ich bin doch da, ist das frech. Och, Mann. Hm? Das ist eine tolle Sache. Geil. Die Schmiede gehört uns. Nicht höre, das ist doch mal was, was du machen kannst. Nice, fast. Da haben wir. Oh, das fand ich jetzt aber super unnötig, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, nervig. Also, dass der Timer zurückgesetzt wird, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt witzigerweise nur noch 15 Minuten, trotzdem. Frech. Den hat's zerlegt. Vor allem, ich stand ja daneben. Okay, die killen einfach nie Zügere ohne Probleme. Mit Trollen. Jetzt werden die trotzdem gekillt. Perfekt, jawohl. Ach, Mann, oh Mann. Das ist jetzt richtig enttäuschend irgendwie. Ich hätte ihn einfach vernichten sollen. Also den mit den Trollen und alles andere. Ich weiß, es ist immer noch nicht so lange, so ist jetzt nicht, ne, aber. Oh, der Fairy ist einfach so gekommen, auch nett. Der ist sogar auch ein Muskelzone hier. Okay.
Alle zurück. Schön da bleiben. So ist gut. Kannst du vielleicht einfach herkommen und mir da eine Wand bauen? Ganz ehrlich, mach mal hier eine Wand hin. Dass wir den vielleicht nur links reinkriegen, weißt du? Mach mal das Scheißding da weg. Wie die sich Mühe geben zu sprechen, aber es dann doch nicht hinkriegen. Dein Ernst? Der Triple Kill ist real. Junge, die Exekution. Komplett weggehämmert. So, dann zwingen wir ihn, auf dieses kleine Stückchen da reinzugehen. Passt. Achso, das sind die Holzfäller. Macht Sinn. Aber ganz ehrlich, Leute. Ich würde auch gerne mit den Jarls im ganzen Zing gehen und da kurz killen, aber ich will jetzt das Ding ja nicht alleine lassen. Nach dem nächsten großen Angriff gehen wir mal los, würde ich sagen, oder? Ja. Ich ganz ehrlich, muss echt sagen, ich finde so zwei, drei Feuerriesen schon fast geiler als einen Niethögere. Der ist mich richtig scheiße irgendwie. Ohne Witz. So enttäuschend, das Scheißviech. Ach, wobei, wir machen einen ganz kurzen Angriff noch. Wow. Er kann außen rumlaufen und geht einfach hin. Boah. Ein Troll. Heftig. Und Troll. Boah, dieses Instant-Erschaffen ist so geil, ne? Und die Wand ist weg. Naja. Okay. Dann gehen die Jale mal ganz kurz eben auf Arbeitsweg hier runter. Beziehungsweise nicht alle von euch. Ah, weil. Ihr immer ganz jetzt hier. Wir gehen jetzt mal ganz kurz erstmal kurz eine Patrouille schlachten, weil die komischen Kackviecher mir echt auf den Sack gehen. Drecksviecher. Bin ich ja ehrlich. Die sind nicht stark, die sind einfach nur für die Zwerge nervig, weißt du, mir ist das nicht. Da ist er nämlich auch schon, der Arsch. Doofen Höhlentrolle. Jau! So, was haben wir? Einige von Aedris Fischerbooten gekapert. Das ist nett, brauche ich aber nicht. Weil das ist tatsächlich ein Bereich, an dem es mir gerade absolut gar nicht mangelt. Dennoch danke natürlich. So, wir teilen jetzt mal am besten so auf, dass wir nur 10 Minuten haben. Weil 10 Jahre dürfen für die Trolle easy reichen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das sonst hier zu krass wird. Aber weil wir doch eine relativ gute Armee eigentlich haben sollten, ne? Ganz ehrlich. Naja. Läuft da noch irgendwo ein Zwerg rum? Nee, ne? Nee. Da kommen sie. Ah, geil, ich kann auch durchlaufen. Okay. Verzeihung des Ragnarök. Mythische Einheiten kosten weniger Gefallen. Wow! Ja, hätte ich mir vorher sehen müssen. Kannst du direkt mal holen. Mach ihn weg. Der Felsriese. Geil. Gebirgsriese. Putz. Hm, das war's auch fast im Arsch. Stark auf jeden Fall. Oh, wir haben tatsächlich einen verloren. Bei den Jarlen. Oh, for real, Monsieur.
Til Orustuslag. Sehr gut. Skjau. Oh, hat er schon gesammelt? Boah, das war aber schnell. Okay, krass. Der war jetzt echt fix unterwegs. Da kommen sogar drei von den Kacktrollen an. Oh nein, das wird wehtun. Okay. Noch einer. Und instant hörst du das Geräusch, weil er in der Nacht produziert wird. Nice. Da gibt es auf jeden Fall hier noch irgendwo einen komischen Kacktempel. Okay. Ich hätte das Gebiet deutlich besser noch erkunden müssen, weil hier ist ja wirklich gefühlt gar nichts. Ich dachte, hier wäre schon teilweise Gegnergebiet, aber hier ist ja nichts. Können wir auch hier unten zumachen, weil natürlich schweißt das ganze Gold für uns allein, aber da geht der Gegner ja eh nicht hin. Ja, das brennende Geräusch hier. Das wäre auch ein geiles Bild, aber nee, ich finde das mit den Jalen und den Dingens, das ist schon besser. Schön. Ja. Elf haben wir. Wir machen mal den mal raus ganz kurz, weil ich glaube, das reicht jetzt gerade locker. Wir haben einige von Aedris Fischerbooten gekapert. Vorhin hätte ich gewusst, dass die Dinger auch alle komplett unverteidigt sind, die ganzen Teile von ihm. Also wirklich alles unverteidigt ohne Ende ist. Da hätten wir von Anfang an auch hingehen können und sofort die Fischerboote kaputt machen können, weil das hat ja dann absolut gar keinen wirklichen Schwierigkeitsfaktor dahinter. Außer so ein, zwei Trolle. Was ja egal wäre. Hallo, ihr könnt ihn noch angreifen, nicht stehen bleiben. Was ist das denn jetzt hier? Meine Freunde. So, ihr geht bitte direkt nach Norden hier weiter. Vor allem nochmal eine dumme Frage. Wenn die da unten keinen Tempel mehr hatten, von wo sind denn die drei Trollen? Weil ich habe ja hier mit drei Trollen gekämpft. Von wo kamen die dann bitte? Hä? Ach so, lol, das ist kein roter Punkt, das ist einfach die Lava, die da angezeigt wird. Oh, lol. Mhm, stark. Zurück ans Arbeitswerk, mein Freund. Läuft der komische Kack-Gnom noch hier rum? Troll meine ich natürlich. Ja, tut er. Dreckschwein. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz gucken, weil von irgendwo muss er ja gekommen sein. Entweder ist jetzt hier noch ein Tempel oder es war so ein Überbleibsel, der irgendwo patrouilliert ist. So wie die drei Toller da unten. Frage, wenn wir ihm die Nahrung wegziehen, kriegt er dann auch tatsächlich wenige Einheiten? Oder kriegen wir dann nur die Fischkutter geschenkt? Weil ich glaube, er kriegt dann wahrscheinlich trotzdem genauso viel, ne? Geil, jetzt sogar eine Krake da drin. Heftig. Wie die Steine hier rumwabbeln. Skipan. Wir haben einige von Aedris Fischerbooten gekapert. Ach, weißt du was, komm, den Spaß gönn ich dir sogar. Mach kaputt, mein Freund, mach kaputt. Samsicht. Aber der hat immer noch irgendwo einen Fischereihafen, Mann. Samsicht. Nur wo? Jau. Doch jetzt alle Gewässer durch. Samsicht. Hä? Skepan. Ne, jetzt mal im Ernst, wo? Ich gucke gerade auf die Karte so ein bisschen rum, aber ich sehe da halt nirgends mehr eine Möglichkeit, wo es sein könnte, außer halt bei ihm selbst im Gebiet drin, was wäre ja ein bisschen Quatsch, oder nicht? Er wäre schon fast ein bisschen unfair irgendwie dann. Something? The fuck? Tilbuin, ne, das kann man nicht angreifen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Wir haben ja eh in 300 Minuten gewonnen, also alles easy. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, die Mission fand ich eigentlich ganz geil. Die ist vom Aufbau her sehr schön. Man konnte mal die richtig schöne Einheiten, also verschiedene Einheiten ausprobieren. Man hat jetzt man endlich Hele gesehen, die wir die ganze Kampagne über nicht hatten, weil das natürlich hier bei Dingens ist, bei Loki. Und wir haben ja, erst mal Feuerriesen gehabt. Das ist eigentlich viele
erste Einheiten zum ersten Mal wieder gesehen hier. Also viele Einheiten zum ersten Mal gesehen, so ist dann besser der Satz. Und die Mission ist einfach generell stark. Also wohl die Kämpfe sind echt nice, auch wenn die gerade ein bisschen am Stocken sind, die Gegner irgendwie. Als auch generell der Kartenaufbau. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mehr Gold sammle als sonst. Die hängen halt irgendwie komplett hinterher. Ich speichere mal lieber ab, es ist besser. Weil irgendwie stottern die gerade die ganze Zeit. Das war ganz schön krass sogar. Oh mein Gott. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh, hallo Steintreu, Felsriese. Guck mal, immer so, Junge, das sind richtige Standbilder. Und mit genug Feuerriesen hast du sogar selbst mit den Hersen keine Chance, sie zu besiegen. Musst du eine ordentliche Masse haben. Und wenn du in der Schule eine ordentliche Masse hast, dann wirst du gemobbt. Tja, trau ich eigentlich, ne? Beim einen Gebiet wirst du belohnt, beim anderen wirst du gemobbt. Alter, also jetzt muss ich sagen, bin ich froh, wenn die Runde zu Ende ist, weil dieses Stottere geht mir echt auf den Sack. Das ist ja eklig. Das ist ja visuell eine Zumutung vom Allerfeinsten. Jo. Herrschaften, eine Minute noch, dann haben wir gewonnen. Geile Mission. Weil die anderen beiden davor, die waren ehrlicherweise ziemlich lächerlich, aber die hier ist geil. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Mission gewesen ist. Ich hab auch generell alle drei Missionen bis hierhin sowieso schon eher vergessen. Ob wir es schaffen würden, das Dorfzentrum zu halten? Bestimmt, oder? Warte mal, wir können hier sogar ganz gut einbauen eigentlich, ne? Weil guck mal, hier ist eigentlich alles zu. Wir können eigentlich auch hier direkt einsperren oder den sogar vielleicht pushen. Bestimmt auch möglich. Jau. Jau. Tja. Oh. Jetzt bewegt sich gar nichts mehr. Ich habe nicht Pause gedrückt. Cool. Kann mir bitte einer erklären, warum? Hä? Ich mach mal ganz kurz einen dritten Speicherstand. Okay, jetzt hat er sich da auch aufgehangen. Stark. Ja, ja, muss schon sagen. Hey, was habe ich auch noch nicht gehabt? Was ist das jetzt hier? Vor allem, es läuft alles weiter. Ich kann alle Optionen benutzen, aber trotzdem irgendwie am Abschmieren das Game. Und da ist das Spiel gecrashed. Ciao. Okay. Da hat er sich gerade irgendwie plötzlich ein bisschen, eliminiert. Cloud wird synchronisiert. Bitte warten. Ja, ich warte doch, mein Freund. Wird ausgeführt. Ja, dann mach an, bitte. World's Edge, Forgotten Empires, Tantalus, Virtuos. Boah, ich schreibe ja immer da rein, wer die Entwickler und Developer und Publisher und alles ist. Das schreibe ich ja immer unten in die Beschreibung mit rein, ne? Aber bei diesem Spiel hier, ne? Gefühlt irgendwie 5-6 Studios dran gearbeitet. So, hä? Okay, also ich bin auf jeden Fall wieder drin. Ihr seht doch wieder alles. Also alles easy hier. Freshe Sache auf jeden Fall. Guck mal, den dritten hat er gar nicht genommen. Da hat er weggecrashed. Schönes Ding. What the fuck? Ich meine, okay. Oh, die hängen trotzdem. Das ist gut. Das freut mich.
Das war belastend. Okay. Das wäre zu ärgerlich, wenn deswegen jetzt der Speicherstand kaputt wäre, ne? Ich guck euch das mal an. Das ist ja ein übelst heftiges Stop-Motion jetzt. What the fuck? Oh mein Gott. Hey, noch ein Steintroll. Nee, ein Frostriese. Nice. Ja. Und bei all dieser Macht, die sie jetzt hier eigentlich haben, ne? Bei all den ganzen Gold, bei all den ganzen generellen Umständen brauchten die trotzdem noch Hilfe von Akanthos und seinen anderen Heldenfreunden da, um hier klarzukommen. Hm, ist klar. Ich hoffe, es klappt diesmal. Es wäre jetzt echt doof, ne? Wenn es wegen 13 Sekunden nicht klappt. Hä? Wie unnötig, Mann. Jetzt warten wir hier im stockenden Bild. Dass es funktioniert, ist das nicht wunderbar? Ich mache jetzt auch mal einfach gar nichts. Ich mache jetzt auch keinen neuen Riesen oder so. Passt schon. Guck mal, selbst unsere Ressourcen sind mittlerweile weit, weit, weit entfernt in einer anderen Galaxie. Ich frage mich, was Maximalressourcen sind. Auch 999.999 oder mal der Gitter? Eideln Leute, das ist mir aber egal. Das ist beschissen. Das halte ich jetzt aber für absoluten Scam. Also, das ist doch mal wieder ein Luck. Das kann man doch, also das kann man doch nicht, als das geht doch nicht. Ich werde es wieder probieren, auf die 3 zu speichern, auch wenn es wieder crashen wird. Das habe ich mir gedacht. Cool, alles klar. Ja, ja, ist okay. Ciao, Spiel. Mach's gut. Und gecrashed. Ach, Mann. Das kannst du jetzt nicht bringen, Mann. Das sind 12 Sekunden. Junge. Dann versuchen wir mal ganz kurz den anderen Sprecherstand. Ansonsten, also da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man auch so einen Fehler haben kann. Das ist ja richtig doof. Was mache ich denn da? Tja, ist schon ein wenig ungünstig. Hallo, starten Sie bitte? Danke. Hallo, warum seht ihr nichts? Spiel? Ah. Wow, da hat jetzt aber lang gebraucht, um das Spiel zu erkennen. Heftig. Also ich sag mal so. Der ist... nach den beiden Speicherstätten. Wobei, der ist 4 Sekunden davor. Dann nehmen wir mal den ersten. Vielleicht klappt es dann kurz ein bisschen besser. Ich hätte nicht überspeichern, sondern dass es so gestockt hat. Aber ganz ehrlich, macht doch nur Sinn. Das Spiel steht kurz zum Abstürzen, da speichert man lieber halt ab. Nee, stockt immer noch. Okay, das ist natürlich jetzt richtig doof. Das ist danach entstanden, dieser Autosave. Tilbuin. Ich speichere den zwar auf die 3 und dann versuchen wir uns da ein bisschen anzunähern einfach. Das hat funktioniert. Was für ein Bullshit. Ey, ist wieder ein Frostriese. Lol. Ist jetzt Zufall, dass es vorprogrammiert, welche Einheiten wann kommen? Sehr witzig. Okay, wir speichern nochmal ganz kurz. Auf der 3. Das ist doch jetzt scheiße, Mann.
til skipan. Tja. Já, ég vil. Satt. Die Minute 7 quasi. Hm. Ja, stark, stark, stark auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, ich bin sehr begeistert. Vor allem wegen 12 Sekunden jetzt. Euer Ernst? Im Ernst? Nein, im Deadlift. Ach, so ein dummer Spruch, ne? Tja. Jetzt warten wir dieselben 40 Sekunden nochmal ab. Heftig. Super heftig, deftig, Sauerkraut, lecker, Schmecker. Ich liebe es zu warten, wenn man absolut gar nichts tut. Nichts und noch weniger. Bitte geh diesmal nicht stuck, das wäre voll nett von dir. Bitte. Und er ist bei 12 Sekunden stehen geblieben. Geil. Das ist maximal unnötig. Vielen Dank für nichts. Toll. Ja, und nu? Ihr Witzbolde? Ja, ich hätte den noch, der ist 42. Oh, das sind dann wieder 10 Minuten. Na gut. Hä, was für ein Quatsch? Ach, laden geht jetzt auch nicht. Hat er sich komplett aufgehangen. Jetzt muss ich. Ist echt nochmal gequetscht. Geil. Danke. Jo, danke für nichts. Boah, ey. Wegen 12 Sekunden macht er die Mission jetzt kaputt, ey. Was soll denn das, Mann? Bringt mir gar nichts, Mann. Und ich sag noch, es war ungewöhnlich viel Gestocke jetzt gerade. Ist ja doof. Ja. Da startet das Spiel nochmal. Wunderbar. Ey, ich höre die Musik, aber ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Ihr noch nicht. Wunderschön. Hm? Ah, jetzt seht ihr was. Jetzt seht ihr den Ladebalken. Genau, wäre echt toll, ne? Und da sind wir in-game. Ja, ich will. Querer þar. Samþykkt. Wie das ungünstig ist. Satt. Samþykkt. Man merkt jetzt schon, wie die leicht rumstocken. Ach, Leute. Das ist doch doof. Ja. Samþykkt. Ja, die haben jetzt schon leichtes Stocken drin. Macht gar keinen Sinn. Ja, was machen wir? Weiter jetzt durchlaufen lassen? Nochmal provozieren, dass es abstürzt? Oder... Das ist doch scheiße jetzt. Mann. Och, Mann. Besiegt vom Spiel. Ja, gut, dann würde ich sagen, mache ich das einfach beim anderen Mal nochmal weiter. Weil das ist doch jetzt. Eigentlich würde ich die ganze Kampagne eben durchziehen. Eben kurz machen. Und dann kommt der an und macht so einen hier. Finde ich persönlich ja. Doof. Schließen Sie die erste Mission in der Kampagne Goldenes Geschenk ab. Mach doch den Spielübersicht-Dings da weg. Braucht doch kein Schwein. Nein, nicht in Bearbeitung, sondern meine Errungenschaften. Ich hab doch gar nichts bekommen. Hä? Die sind jetzt zeitlich sortiert. Macht da gar keinen Sinn. Müsste eigentlich oben stehen. Ach, kein Plan. Also irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen RIP. Lol, der hat sogar die Hotkeys angezeigt. Hier, guck mal an. Lul. Nee. Ja gut, dann werde ich das wahrscheinlich nochmal wann anders probieren. Weil das ist doch jetzt doof. Na, ja dann, ja, bis gleich, ne? Atria hat die Schmiede erobert. Wir sind im nächsten Versuch. Wunderbar. So, warum machen wir jetzt den nächsten Versuch? Genau, weil es nicht geklappt hat. Und wisst ihr, was richtig toll daran ist? Nicht viel zu essen. Hauptsächlich Bären und Höhlenfische. Wir werden uns auf diese verlassen müssen. Wisst ihr, was richtig toll ist? Die Speicherstände, beide. Weil mal ganz kurz eine winzige Erklärung. Ich mache in OBS immer zwei Dateien. Eine Datei ist die MKV-Datei, damit ich selbst, wenn ich einen Bluescreen bekomme, die Aufnahme nicht direkt verloren geht. Nur im schlimmsten Fall.
Und nachdem das Aufnahmeding fertig ist, wird das Ganze einmal kurz geremuxt und dann habe ich eine MP4-Datei, die ebenfalls ausgespuckt wird, mit der ich dann am ganzen Video dann rumwerkeln kann. So, daraufhin lösche ich meistens die MKV-Datei, weil ich dann ja die MP4-Datei fertig habe. Die ist natürlich genauso groß wie die MP4-Datei, bla 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 und so weiter und ich gehe sofort in den Papierkorb und will die löschen. Im Papierkorb, was war da drin? Die beiden Speicherstände. Toll, wa? Das heißt, die goldene Gabe wird erstmal komplett gelöscht. Auch die drei Autosaves, die lösche ich jetzt einfach mal, weil die sind anscheinend alle kaputt. Ja, something. Kein Plan, was da passiert ist. Ist auf jeden Fall nervig. Ja. So, da wir natürlich jetzt wissen, wie das Ganze hier ein bisschen aufgebaut ist, gehen wir direkt weiter. Das haben die, wir gehen direkt runter. Schau nach Trollen. Sie lauern hier überall. Ja, lass sie doch ruhig lauern. Ist doch egal. Bist du irgendwie Trollphob? Nein, komm, lass mal die Sparte lieber ganz sein. So, wir machen ganz schon mal direkt eine Mauer rein. Wir machen schon mal direkt hier, ne, ein bisschen vorbereiten und so. Ist schon mal easy auf jeden Fall. Trolle! An den Säulen der Höhle hat sich viel Gold angesammelt. Wir sollten dort schürfen. Mein Gott, die Patrouille, die da unten ankommen, was soll denn da schon passieren? Die tun einem doch gar nichts, die sind doch nur Dekoration. Hier ist ein Hafen, wir werden es auch gleich holen. Ansonsten können wir hier oben auch gleich direkt nochmal schon was bauen. Das kannst du schon mal direkt machen, dass wir schon mal direkt Nahrung bekommen und so. So genau, da müssen wir mich zumachen am besten. Damit wir uns den ganzen Steinvorrat hier einmal absichern. So, zumachen. Und du gehst weiter scouten. Irgendwie so. Du wirst wahrscheinlich dabei sterben, das ist mir egal. Kriegst du schon irgendwie hin. Bin da gute Dinge. Also mehr Häuser gehen nicht, perfekt. Das haben wir alles. Habt ihr die gekillt? Ja, ne? Ja, sonst wären die ja noch hier gewesen. Ich glaube, die haben die gekillt. Ich kann direkt die holen, weil die habe ich letztes Mal nicht geholt gehabt, obwohl die eigentlich echt hilfreich ist. Ich weiß gar nicht warum. Die habe ich irgendwie gesehen, aber nicht gemacht. Ach nee, da sind die. Das ist jetzt ja doof. Ja, geh nochmal ganz kurz ein paar Meter zurück. Schadet ja nicht. Wenn du das gemacht hast, dann gehen wir direkt hier hin, weil wir lassen diesmal diesen Weg hier offen, machen da oben zu. Halte ich, glaube ich, für ein bisschen klüger. Und machen direkt hier schon mal erstmal kurz einen Tempel hin. Und direkt eine Festung. Wir müssen direkt die nächste Zeit pushen und so früh wie möglich Legendarial zu holen. Das ist das, worauf wir hinpushen müssen. Moin, Leute. Sehr gut. Sehe ich ganz gut, da können wir direkt auch hier die Häfen kaputt machen. Sehr schön. Und drauf vorne, Leute. Lol. Das ist jetzt echt uncool. Leute, hey, das ist komplett los. Ich hab doch so einen Befehl gegeben, erst zu kämpfen. Hab doch mit Shift aufgereiht. Idioten. Ja, also zum Beispiel kann man denen auch echt nicht helfen. Hä, hey, ich hab Shift gedrückt! Die verarschen einen. Absolut frech. Uncool. So, die nächsten gehen jetzt bitte mal ganz kurz hier hin. Da gehen wir ganz kurz hin, machen 1, 2, 3, 4. Da drauf, machen direkt die Forschung mit rein. Mach's halt da einen Hafen, ist mir auch recht. Wir haben einige von Atreus Fischerbooten gekapert. Ja. Wichtig. Einer ist da. Einer ist hier, ist da noch ein Fisch, ja. Dann könnt ihr mich alle schon mal ganz kurz nach oben gehen. Dann gehen wir jetzt dahin. Du läufst jetzt ganz kurz hier stehen, du bist eh fast drip. Und machst da schon mal zu. Geht nicht, dann gehst du weiter vor und machst da schon mal zu. Irgendwie so. Sag mal. Dann halt so, ist mir auch recht. Hauptsache es zu.
something. Ihr geht zurück. 5 Minuten noch, müssen wir uns auch noch beeilen jetzt hier. Frech. Egal, kriegen wir schon hin. Kein Problem. So, das weg. Ich habe das Wildschwein fast fertiggestellt. Wir müssen ihn aufhalten. Ach, die arbeiten gar nicht, die gucken nur. Smart, Leute. Wirklich klug. Danke auf jeden Fall für nichts, ihr Schweine. Wo geht der denn so aggressiv hin? Da kommt ein Angriff. Geil. Okay, muss er wissen. Die kosten alle leider Dingens. Ich könnte auch eigentlich mal mit dem Bauen helfen. Kurz wegbringen die Reliquie. Kurz kämpfen. Geil, die gehen natürlich genau auf den Hell, auf den Einheria drauf. Das ist ein bisschen ungünstig, egal. Geht schon. Sehr schön. Da ist noch ein Fisch. Ich kann es nicht, genau. Der hat die Festung zerstört. Ich pack's nicht, Junge. Im Ernst? Warum? Wie unnötig. Ja, gut. Der muss er wissen. Trotzdem frech. Okay. Die gesamte Armee ist gestorben gerade. Perfekt. Sauber. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Habt ihr nicht gesehen? Ach, Quatsch. V, nicht Q. Ja, du kannst immer ganz töten, weil der geht euch auf den Sack gerade. Ja, 3 Minuten noch. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange jetzt mit der Imperialzeit verbraucht. Da komme ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht hin. Das ist ja doof jetzt. Hätten wir doch ein paar Einheiten machen sollen. Wir müssen den, glaube ich, einmal seinen Platz klauen und dann ist gut. Oder wir locken ihn gleich ganz kurz weg und gehen mit einer Einheit rein. Das ist natürlich auch machbar. Das machen wir jetzt eben ganz kurz. Ist zwar richtig dumm jetzt, aber wir machen es eben kurz. Eins wartet und 2 geht die eben weglocken. Wird schon funktionieren, ansonsten halt nicht. Fuck! Ah! Die goldene Gabe, glaube ich, war das, ne? Ich weiß das nicht mehr. Mach mal eine Einzel, ich mach nie eine Einzel hin. Okay. Ja, den Hafen bauen wir eigentlich ja nicht mit Freund. Sehr schön. Die Schmiede gehört uns! Ja, das reicht auch schon. War ja nur kurz zum Timer zurücksetzen. Weißt du, mehr war das ja gar nicht. Heal. So, du gehst bitte nach oben direkt hin. Mach da schon mal zu. Was zu ist, ist sie. Und du machst schon mal ganz kurz ein Langhaus hier hin. Wichtig. So, du gehst hin, machst das Ding schon mal im unendlichen Fahrt durch. Die Schmiede erobert. Und ihr geht jetzt hier Gold hacken. Sieben von euch. Sieben. Mach dich jetzt in eigene Karren und gehen da in Gold. Ah, geil, da helfen gar keine Leute mit. Das ist ja super hilfreich. Stark von euch. Das ist schlecht. Ich bin ehrlich, es ist ein bisschen ungünstig gerade. Aber hey. Brauche ich ja eh nicht mehr. Hauptsache, ich komme in die nächste Zeit. Das geht schon. So. Okay. Hallo, ich will die ausquartieren. Wieso geht das nicht? Warte mal, bin ich jetzt gerade doof? Danke.
Was soll denn das hier? Hat er nicht gemacht. Frech. Okay, es ist tatsächlich ein Problem, muss ich zugeben. Das ist schade, weil der Anfang ist eigentlich echt gut. Naja. Hätte dann Berghexen ausgebildet, soll's doch gar nicht machen. Achso, weil G. Ja, mich macht Sinn. Macht Sinn. Okay, ja, belastend, bin ich ehrlich. Achso, ist die Einheit gestorben. Und ich. Okay. Ja. Ich hätte, glaube ich, ihn doch erst die ersten Einzelangriffe abwehren sollen, dann hätte ich ihn gehen sollen. Aber warte mal, kannst du nicht gerne dir machen? Sorry, mein Fehler. Ich hab schon nachgedacht. Weil doch erst das Vordergrund, oder? Oh, weil das Ding wird. Nee. Ah. Okay. So, der hat trotzdem 5 HP verloren. Ja. Okay. Läuft auf jeden Fall gut gerade, muss ich sagen. Hast du den Troll bitte? Du machst das schon. Scheiße. Das war ein wenig stressig, ehrlicherweise. Aber gar kein Problem, wir fangen uns da schon wieder. Sehr gut. Scheiße, Alter. Ja. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu viel in der ersten Phase gewollt. Das war gar kein Problem. Da kriegen wir alles hin. Alles kein Problem. Oh, er ist auch gestorben. Das ist natürlich gut. Ah, geil, der nächste Angriff. Oh, das ist aber nett. Okay, das ist zu krass auf jeden Fall schon. Stark, ja. Dieser Kacktroll, ne? A hero has fallen. Ich muss zugeben, hier ist gerade Nitzhiker doch sehr, sehr hilfreich. Okay, rein da. Sehr gut. Krise verhindert. Wunderbar. Junge, what the fuck? Ach so, warte mal, ihr solltet doch schon welche produzieren, ne? Ich meine ja nur. Du gehst mit dem ganzen Zimmer, mit dem ganzen Zier in den Tempel hin. Wichtig. Okay. Ich meine, das Gute ist, wir sammeln hier auf jeden Fall schon mal Nahrung. Ganz gut. Holz und Gold sieht auch nice aus. Wir haben noch einiges an Baustellen zu tun, aber geht schon. Sollen die Jale jetzt erstmal rauskommen, ist das Ganze fein. Solange wir genug Jale erstmal haben, schaffen wir das Ganze easy peasy. Den damit davon abzuhalten, das Ding zu erobern, dann kriegen wir auch nochmal hin. Ansonsten mit derselben Taktik halt nochmal. Ist auch jetzt kein Problem erstmal. Wow, da war es auf jeden Fall echt kurz, sehr knapp. So, direkt Zelite machen, wichtig. Du gehst direkt hin, machst hier schon mal ein Ding ins hin. Das brauchen wir eigentlich alles gar nicht, aber. Machen wir trotzdem schon mal 2 davon. Weil legendäre Jals und das in der Kombination ist auf jeden Fall schon mal das Stärkste, was wir haben. Dann können wir das Ding sogar eventuell direkt komplett erobern. Alter, kommt da ein großer Angriff. Warte mal ganz kurz, du hast Elite-Plünderer, aber noch keine schweren. Hat er das vorher auch schon so gemacht, dass er da direkt schon Elite-Reiter hatte? Gleich mitbekommen. Sehr schön, ne? Das kannst du dir kurz sparen. Wobei. Ah, ne, noch. Oh, jetzt sind die Elite gewonnen. Ah, ne, ist doch der erste Elite-Angriff. Okay. Ja, ciao. Aber jetzt haben wir legendäre Jals, auch wenn wir im Schaden noch. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel wir unterliegen. Der legendären Jal. 18 Damage, 62 Leben. Wir haben mehr Leben, lol. 1 Damage mehr hat er.
39, 47, 99. Huh. Okay, hab gleich gesagt. Krass. Läuft ja hervorragend. Ja, geil. Okay, krass, wie stark wir sind. Heftig. Sehr gut, dann kannst du mich direkt auch schon mal nach oben gehen. Beziehungsweise alle Jahre gehen wir ganz kurz mit nach hier oben und machen das schon mal kaputt. Skipan? Ja. Tilbuin. Skipan? Wobei, das machen wir gleich. Wir gehen erstmal ganz kurz das Ding erobern. Wichtig, dann kann das erstens schon mal laufen und zweitens können wir schon mal ganz kurz den Timer da dingsen und so. So, und danach machen wir Feuerriesen im Dauerlauf, bitte. 20 Blitze, 28, das können wir easy machen. Okay. Ich suche mal dahin. Achso, Bevölkerungsmittel ist voll. Das ist nett. Und trotzdem ganz kurz. Wir haben einige von Adris Fischerbooten gekapert. Das ist nett. Einige? Das ist eins. Du Pfeife. So, auf jeden Fall haben wir die Schatzkammer jetzt easy peasy erobert. Das sah kurz echt knapp aus. Oh, lol. Das ist schlecht. Wobei, ist das schlecht? Geht eigentlich. Oh, ne. Ist okay. Passt schon. So, die Forschung kommt auf jeden Fall alle rein. Easy. Nein, mein Feuerriese, ihr Schweine. Die Schmiede gehört uns. Killt ihn. Hallo. Die Töger. Bist du stuck? Ist der Bro? Peace. So. 10 Jahre machen wir ganz kurz auf die 2, die gehen direkt hier hoch. Du gehst hier, machst da schon mal eine Wand rein. Einfach damit wir die schon mal lenken können, die Gegner. Aber wenn ich mit mein eigenes Gold aussperre, das macht schon eigentlich keinen Sinn. Ich weiß. Aber wir können bis hier oben hingehen und dann haben wir unten auf eh schon genug Gold. Dann war zumindest kein Tollproblem, weißt du? Ist ja auch schon mal was. Ja, nice. Dann können wir direkt schon mal abspeichern. Das lief für mich bis hierhin sehr, sehr gut. War zwar kurz ein bisschen knapp unterwegs, aber hat funktioniert. Easy. Warte, die haben... Also... Ich geb's auf. Also wirklich, ich hatte das Gefühl, bei Bauarbeit, also ganz bei den ganzen Zwergen und Farmern oder was weiß ich nicht, bei den Dorfbewohnern halt, klappt das mit dem Shift nicht. Du kannst Befehle eigentlich mit Shift auffreien, das klappt nicht. Ich habe doch offensichtlich gesagt, Shift die ganze Reihe hier durch. Was machen die? Gehen dahin. Volltrottel. Da machst du halt nichts. Wir haben einige von Adris Fischerbooten gekapert. Jo, das haben wir wohl. Jau. Dann könnt ihr bitte da einfach reingehen. Ja, mal schauen. Ja. So, Trolle killen und dann schön das ganze Ding hier niederreißen. Und die sind direkt ready und können direkt hier hinten hingehen. Sehr schön. Mit den 3 Seen haben wir auf jeden Fall mehr als genug Fischerboote. Dann ist das auch schon mal abgedeckt. Easy. So. Und du gehst damit helfen. So, du baust hier ein Dorfzentrum hin für mehr Bevölkerungslimit. Und du machst... Aber bei 1 reicht. Ja. Dahin. Dann war das mich auch fertig. Sehr schön. Die haben das alles. War die relevant? Ja, kann man ruhig machen, sag ich mal. Ach ja, warte mal, ich habe jetzt ja nur Jale gemacht, ne? Hm. Das ist ja doof. Hm. Ungünstig. Mach mal bitte ganz kurz einen davon. Ja, oder weißt du was? Eigentlich auch scheißegal. Wir machen einfach nur Jale.
Da muss ich mal eben ganz kurz hingehen und unseren Freund des Vertrauens holen. Sag mal, Nietzsche, warum bist du schon wieder am Arsch der Welt? Okay. Ich bin überrascht, meine Armee hat hier. Oh, ciao, Nietzsche. Ganz schön viel Schaden bekommen. Okay, wegwiese. Okay, irgendwie war die Armee von dem echt stark. Na komm, geh dahin. So, Brock geht schon mal hin und schon mal die ganze Reliquie. Ich will. Und ihr geht bitte hier runter. Jau. Hast du jetzt die Schiffangriffe, den Trollen? Nee, okay, ich sehe die nur. Alles gut. Das war ein ziemlich beeindruckender Angriff. Aber auch nur, weil die Nachversorgung so ewig lang braucht hier auch leider. Da müssen wir echt aufpassen. Ansonsten alles easy. So, das haben wir auf jeden Fall hier. Ah ne, der ist noch in Warteschleife. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwas fehlt da. Lol. Der nächste Riese ist fertig. Da ist noch ein Troll, wie wir gesehen haben. Kämpft, Leute. Oh, schon wieder der nächste Angriff. Das Vielleicht ist es aber schon ein bisschen hektisch irgendwie, weiß nicht. Nicht resetten bitte, danke schön. Oh, ein fehlendes Wolfsblut. Nice. Ah, wir halten jetzt schon ganz gut gegen. Nice. Ja, die Kombination aus dem Bein gefällt mir echt sehr, sehr gut tatsächlich. Jala einfach MVP. So, ihr geht jetzt ganz kurz hin, macht hier mal ganz kurz eben neue Langhäuser. Nicht Langhäuser. Doch, richtig. Ja, nee. Nee, so ist richtig. Ihr wisst ja, was ich meine, passt schon. Und einen Templü. Plus, keine Ahnung, machen Marktplatz hier, deswegen ist mir egal. So, ihr seid jetzt noch übrig, dann könnt ihr sterben, dann machen wir lieber Soldaten. Dreiale und direkt weiter. Warte, drei nur? Ach, die kosten drei Bevölkerung. Das ist ja hart. Leute, ihr sollt nicht gegen die Krake kämpfen, das ist ja richtig unnötig. Wobei, ich glaube, den Kampf könnte sogar gewinnen. Oh, der kriegt eine Klatsche. Ah, doch nicht. Ich dachte, der kriegt einen auf die Mütze. Nice, machen wir direkt hier die Forschung, bevor ich die wieder vergesse. So. Wir haben einige von Aedris Fischerbooten gekapert. Geil. Stark von euch, Leute. Stark. Kurz müssen wir weiter gucken gehen. Ihr geht mit hier hin. Sehr gut. Und dann Jarala. Wunderbar. Und damit sind wir abgesichert. Auch ganz kurz das nebenbei machen, bevor wir es vergessen. Weil das ist auch der Grund, warum wir die Kämpfe so stark verlieren. Weil es uns einfach an Forschung und so mangelt. Kannst du jetzt hier durchlaufen, weil das auf der Karte so aussieht, als wäre dein Weg? Geht das? Lass dir Zeit. Leute, da kann man echt durch. Ist ja mega nice. Wofür haben die das denn gemacht? Smart. Das ist smart. Das erklärt auch wenigstens, warum wir den Hafen letztes Mal nicht gefunden haben. Ja, das ist aber ungünstig jetzt mit denen. Egal, durchziehen, Leute. Geil, er kriegt natürlich instant einen Feuerriesen stark. Vielleicht reicht es, wenn ich richtig viel Glück habe, aber ich glaube nicht.
Wir haben einige von Aedris Fischerbooten gekapert. Ich muss zugeben, ich dachte ganz kurz, wir bleiben bei 4 HP stehen. Das ist hier mal wieder so ein typischer Klassiker geworden. Ich will mich auch mal ganz kurz anmerken. Da guck mal die Karte an. Ich dachte gerade ganz kurz, ich verliere den Kampf hier komplett. Dann scrollst du hier hin und siehst überall blaue Einheiten. Aber überall hier ist rot auf der Karte. Ich dachte schon ganz kurz, ja, scheiße. Frech. Ja, mach ruhig kaputt, danke. Ist ja gar kein Problem. Dann bauen wir das halt nochmal neu. Was soll denn das? Apropos, wo ist eigentlich unser Held? Kannst du auch gerne mit hier hinkommen? Nice. Und Kampf gewonnen. Easy. So, die Forschung hier sind alle durch. Ihr habt nichts zu tun, weil ihr doof seid. Die haben ihren Job verstanden, mehr oder weniger. Nahrung wird überall gesammelt ohne Probleme. Und das war es eigentlich auch. Holz ist... ja. Können wir eigentlich auch gleich mal ein bisschen nutzen und dann hier mal kurz ein bisschen durchhandeln. Fertig. Oh, jetzt schon? Ja, und die Lieder an den Trolle würde ich sagen, lassen wir einfach in Ruhe, weil die sind mir eh scheißegal. Die können hier nicht reinlaufen, die müssen hier oben lang. Und da bin ich ja eh. Also ja. So. Wir können auch ganz kurz hinretten, die trotzdem kurz killen. Allein schon in den Hafen. Warum nicht? Aber eigentlich brauche ich es nicht. Warte mal. Du schillst immer noch da hinten, Brock. Sag mal, also, vielleicht mal nicht den machen? Frech. Und runter. Aber der Hafen, hier muss ich sagen, das finde ich ganz geil, dass sie den mit eingebaut haben. Ich meine, den Weg, den habe ich vorher nicht so richtig wirklich beachtet, weil ich dachte, da kann man eh nicht durch, aber man kann da durch. Schon smart eigentlich. Coole Sache auf jeden Fall. Ich frage mich, was das bringt, wenn wir das optional Ziel erfüllen. Oder ob es einfach nur so ist nach dem Motto, ja, dann hast du es halt gemacht. Aber ich würde sagen, wenigstens ein Achievement muss da drin sein, sonst wäre frech. Aber wahrscheinlich kommt da eh nichts. Wir gehen erst den Hafen kaputt machen, weil vielleicht bringt der uns ja irgendwas wirklich Gutes. Bezweifle ich zwar, aber wir können ja Glück haben. Gut, wenn wir hier schon mal sind, ne? Oh, der wird sterben. Schade. Ganz ehrlich, Leute, geht er trotzdem erstmal ganz kurz zurück. Nicht, dass ihr jetzt hier übertreibt. Und Trip. Mach erst einen Tempel. Das ist schon fein. Also eigentlich ist mir auch egal, wo ihr anfangt, wie ihr das Ganze macht. Hauptsache ist weg. Ich find's aber auch echt krass. Ich dachte tatsächlich, wir hätten hier ein bisschen mehr Komplikationen mit den ganzen umliegenden Gebieten. Aber dass wir dann nur die Trolle als Gegner haben, ist eigentlich entspannt. Weil so, jetzt hier mit dem Gold und auch mit dem Holz, wir haben ja unendlich viel Holz auf der Karte, also wirklich unendlich viel auf der Karte gefühlt. Also, ja, ist halt entspannt, ne? Nahrung ist absolut easy, nur durch Fischkutter hier zu kriegen. An allen Ecken, also auch ganz, ganz easy. Läuft ein Kacktroll da rum. Was soll denn das? Und der Gegner ist halt noch auf seiner komischen Hügelfestung da, aber naja. Jetzt haben wir nur noch 7. Gleich sind 6, weil der wird sterben. Oh. Schön. Der Typ dahinter, voll rumstocken. Was bringt man eigentlich so ein Schrein? Dein Ernst? Sag mal, mein Troll, du weißt wohl nicht, wo deine Position ist, ha? Wow. Wie der Jarl helfen will. Wirklich? Muss er wissen.
Ihr macht ganz jetzt noch die da kaputt. Könnt ihr vielleicht sogar noch schaffen. Oh, ein Felsrisi. Okay. Teilweise sieht das auch aus, als würden wir hier verlieren, aber irgendwie so überhaupt gar nicht, weil wir sind durchgehend am Kämpfen dran. Scheiße. Okay. Es ist echt ganz kurz, also rein von Einheiten her aus, als würden wir irgendwie verlieren, aber nö. Nö, nö. Wo wollt ihr hin? Achso. Ich meine, ich habe echt viele Einheiten verloren, so ist es nicht, das muss man schon zugeben, aber entspannt du's. Ich finde diese Fußstapfen auch geil, ne? Einfach Feuer, Riesen, Mann. So. Okay, die sind dumm. Klassiker. So, und ihr geht jetzt hier kurz einen Hafen kaputt machen. Den finalen Hafen. It's the final haven. Dun-dun-dun-dun. Die sind auch alle fast tripp hier. Der nächste Angriff. Aber frage ich mich trotzdem, wieso sind die teilweise von unten gekommen, die Gegner? Also warum laufen die extra hier den Weg außen rum? Ich dachte halt deswegen, dass halt hier unten auch Gegner wären, weißt du? Aber irgendwie so gar nicht. Tja. Ja. Meint der Typ. Wir haben einige von Adlis Fischerbooten gekapert. Der ist halt auch dumm, ne? So, Option ist sie erfüllt. Ja. Okay. Finde ich jetzt eher uncool, was ihr hier macht, aber müsst ihr wissen. Die werden jetzt eh safe sterben. Weil die alle wenig HP haben. Und auch die Zielerkennung wieder mal absolut beschissen ist. Die gewinnen sogar vielleicht. Lol. Ja, hab ich nicht mit gerechnet. Oh, da wird natürlich die Ramme gekillt. Das gibt's doch nicht. Frech. Wobei doch, die Balliste kannst du ruhig killen. Atrausch. Ich hab meinen Heria bekommen. Lol. Da kommt's an, die Ramme. Habe ich noch irgendwo einen Bauweite übrig oder so? Gar nicht mehr. Hatte ich nicht mal. Ah doch, der steht sogar noch dahinter. Nice. Na dann gönn dir. Ich werde eh nicht halten, aber. Erst so kurz ein paar Einheiten da reinsetzen, warum nicht, ne? Wir haben genau null Gunst. Geil. Aber jetzt, wo wir einen Plan für diese Runde haben, ist die auch echt einfach. Okay, es stürzt auf jeden Fall nicht ab. Ich will es nicht befeuern, aber ey. Immerhin, ne? Wo das Geile ist, dadurch, dass die Videolänge dann so ultra lang ist, denkt man sich dann so, boah, das muss voll die schwere Runde für den gewesen sein. Heftig, Mann, heftig. Eigentlich gar nicht. Also ja, ich muss zugeben, das ist nicht einfach, ne? Du musst schon aufpassen. Das ist echt eine coole Runde tatsächlich. Gefällt mir sehr gut. Ich hätte fast alle Mauern hier gar nicht machen müssen. Die habe ich aber trotzdem gemacht, nur wegen den Kacktrollen da. Okay. Ich finde die Angriffsgrößen so random irgendwie. Teilweise kommen sie jetzt hier nur so eine Handvoll von Einheiten und teilweise voll die Armee. Aber in so einem komischen Rhythmus irgendwie. Nice, Leute. Diese eine Bergriese, der den Rock nach vorne drückt. Statt, dass sie sich nebeneinander stellen oder so. Nee. Ey. Riese wird aufgespießt. Ja, zieht ihn mit. Der Brock hat gar keine Wahl. Der muss mit reingehen. Ist
Friedhof. Ich finde das geil, weißt du, teilweise sind die Einheiten langsam wie sonst was und teilweise rennen die plötzlich mit Hyperspeed, weil sie ihre Position haben müssen. Ja, und jetzt warten wir halt hier, ne? Ist mit Berserker schon gestorben? Achso, lol. Gar nicht mitbekommen. Ja, schade für ihn. Das ist ja doof. Naja. Da, er kommt von unten. Warum macht er das? Das war voll die Verarsche eigentlich für mich, ne? Nein, nicht schon wieder kaputt machen. Mann, jetzt brennt die Scheiße. Ey. Ich hab doch nichts zum Reparieren. Mann. Richtig unnötig von dir, Mann. Tja. Vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwie gleich einen Reparaturtypen hin. Hallo, Axtwerfer. Na, was geht? Die laufen einfach nur. Die haben es nicht mal versucht. Nicht mal eine Axt haben sie geworfen. Nur fallen gelassen. Naja, müssen die wissen. Tja. Aber ist echt eine coole Mission, ne? Wenn man sich dann auch um die Trolle kümmert, nachdem man das gerade erobert hat und alles so schön nach und nach macht, kommt das sogar zeitlich einigermaßen gut hin. Ich fände es zwar trotzdem fairer, wenn wir 10 Minuten und er 10 Minuten Zeit hätten, statt wir einfach das Doppelte, weil random. Vor allem bestätigt das eigentlich nur den Atri, weil ganz ehrlich, geschichtlich ist ja Brock der erfahrenere Typ und ja, so viel besser eigentlich. Und Atri, ja, ohne mich bist du nichts. Ne, so das kleine quengelnde Ding eher so. Aber im Endeffekt beweist das doch jetzt eigentlich, dass der Atri das in 10 Minuten schafft und der in 20. Also eigentlich ist Brock der Lappen, ne? Muss man ja sagen. Was passiert eigentlich, wenn ich Brock lösche? Ich will es jetzt nicht probieren, nicht bei der Mission, bin ich ehrlich. Weil sterben die dann einfach und fallen halt um, oder geht das mit denen nicht? Ja. Ah, nee, die kann man gar nicht deleten, okay. Frage beantwortet. Hey, wir sind auf jeden Fall weiter als letztes Mal. Nice, hat funktioniert. Ja, perfekt. Ja, gute Runde. Brock, wie kannst du es wagen, meine Idee zu stehlen? Deine Idee? Das ist doch lächerlich. Hör mal, ich... Skuld! Was machst du denn hier? Danke, dass ihr dieses Wildschwein für mich gebaut habt, kleine Freunde. Ihr wart ziemlich berechenbar. Atri, Bruder... Das war alles das Werk von Loki. Er hat uns dazu gebracht, gegeneinander zu kämpfen. Er hat Freyas Geschenk gestohlen. Wir müssen das Wildschwein zurückholen.